Herzlich willkommen zu Engineers mit dem reisenden Gorbei. Und dem reisenden Nefias. Nee, ich bin zu Hause. Wieder? Ja. Die letzte Folge ja etwas kürzer gewesen. Ja. möchtest du erzählen, warum? Weil wir dachten, wir konnten ja nicht mehr auf dem Server, das hat man ich weiß nicht, ob man es bei dir in der Folge noch ja, gesehen hat, bei mir hat man es noch gesehen. Konnten wir nicht mehr auf dem Server wegen Login-Error und wir dachten, unser Server spinnt. Dabei waren die offiziellen Minecraft-Server down. Mensch. Das haben wir nämlich danach gemerkt auf Funville, als die Leute gefragt haben, waren bei euch auch die Server down? Da ist es uns dann wie Schuppen von den Augen gefallen. Ja, es, ja. Konnten wir nichts tun, deswegen nur 9 Minuten. Besser als nichts. Genau, und wir dachten uns, naja, schneiden wir jetzt nicht zusammen. Deal with it. Deal with it. Deal with it. So, ich baue jetzt was. Ich baue jetzt. Wenn ihr nicht damit dealt, dann guck ein anderes Let's Play. Hat er jetzt nicht gesagt. Hat er nicht, nee. Hat er nicht gesagt. Hat er nicht. Didi. Didi. Apropos Tüdü, kann man ja jetzt. Was kommt denn jetzt? Jetzt ja auch mal. Was kommt jetzt? Ich weiß es selbst nicht. Angst? Ja. Was ist mit Tüdü? Apropos Tidi. die guten alten Zeiten von Trust and Betrayal könnten wieder auferstehen. Willst du schon teasern? Dardo hat's heute geteasert. Ach, er hat's heute schon geteasert in seinem Vlog, ja? Ja. Aha, okay, gut, dann teasern wir das jetzt auch. So. Und dann ja, dachte ich, können wir genauso gut teasern ja. Dann auch. Nachfolger für Trust and Betrayal und Rhythm kommt. Ja. Mehr sagen wir eigentlich schon nicht, aber es ist in Planung. Ja, wir können sogar fast das erzählen, was er auch erzählt hat. Hat er das im Vlog alles erzählt? Nein, nicht alles. Ich hab den Vlog noch nicht gesehen. Was? Dann erzähl du, was er gesagt hat. Also im Grunde erzählt das, was er auch gesagt hat. Ich habe den Vlog noch nicht gesehen, oder? Also es wird ein Troubletown-Projekt. Mit aber auch anderen YouTubern. Ja. Haben sich schon einige gemeldet auf Twitter, habe ich gesehen. Und, Oder was heißt einige, ein paar. Und es wird aber auch die Möglichkeit geben, dass Teile der Community mit dabei sind. Ja. Also so, dass das nicht alle dabei sind, aber so ein paar, ja, Auserwählte wurde gesagt. Ja, richtig, Auserwählte, die wir als fähig empfinden und das Vertrauen entgegenbringen können, da mitzumachen. Also wir können euch quasi einladen. Richtig. Und hat er auch gesagt, welche Voraussetzungen sie noch auf den Server dürfen? Nee. Okay, das hat er noch nicht gesagt. Okay, dann lassen wir das. Das war einfach dann, nur... Okay, aber es besteht die Möglichkeit, dass man mitmachen kann, ja. Genau, und das ist eigentlich auch eine coole Sache. Ja. Ich suche gerade was, aber ich hab's nicht hier. Wie man es halt mag, ne? Also ob das jetzt eine coole Sache ist oder nicht. Ja, klar, die Leute freuen sich immer, wenn sie die Möglichkeit bekommen. Freuen sich immer. Seid lieb, dann bist vielleicht du auch dabei. Vielleicht bist genau. Du ja das nächste Mal dabei. Nee, und ja, es wird auf jeden Fall so, das Projekt gab's so noch nicht. ja, da sind wir auch selber gespannt. Aber ich freu mich jetzt schon drauf. Kann man das schon sagen, dass man sich schon drauf freut? Nee, darfst du nicht. Das darfst du alleine. Freude ist verboten. Alleine nur so, darfst du nicht. Nee. Freude ist aus. Freude ist leider aus heute. Ja. Kann cool werden. Muss aber nicht, ne? Kann cool werden. Ja. Die Pest. ja, die Pest. Ach, Glas brauche ich, ja? Glas, ja. Sag doch was, Glas. Ich muss jetzt auch mal wieder nach Hause kommen. Ich bin hier die ganze Zeit am Gleiten. Hauptsache es gleitet, Oro. Hauptsache es gleitet. Hanifu hat bei unserem Minimis Blumen reingestellt. Ich weiß nicht, ob ich das cool finden soll. Die verwöhnt die Kleinen zu sehr. Ja, die Kinder. Ja. Hinter steht noch eine Xbox und eine Playsee da drin, ey. Dann müssen wir aber eingreifen. Dann kommt die Nanny. Wenn das irgendwo zu stehen hat, ist das in meinem Zimmer. Okay. Okay. Wird da einer maulig? Ja. Okay. Ja. Dagegen oder was? Nein.
Ist das Maul? Nein. Nee, heute nicht. Oh, ich bin jetzt schon zu Hause, das ging ja schnell. War's ja gar nicht so weit, ey. Nee. Oh, du Lügner. Was hat das denn hier für ein Dach gekriegt? Hm? Ist das Redwood? Redwood. Redwood. Ein Redwood-Dach. Redwood. Wieso hast du den Eingang auf der anderen Seite gemacht? Das ist kein Eingang, das hat Gründe. Das ist der Kabelschacht, aber ich weiß noch nicht, ob das so bleibt. Wann hast du das dann alles gebaut? Ein bisschen offscreen. Weil ich mir dachte, das ist so langweilig, wenn ich da mit den dünnen Dingern rumballer, dann mache ich das eben offscreen. Man kann ja gar nicht rein. Nee, da solltest du auch nicht rein. Also doch, du kannst rein. Klar, hier. Whee. Noch kannst du rein und kommst auch hier unten wieder raus. Wo kann ich rein? Geh doch durch die Vorhänge durch. Siehst du die nicht? Das hat Gründe, damit da kein Licht durchkommt. Was machst du da? Vorhänge. Die kannst du sogar färben, glaube ich, und anders farben. Ah, ich bin gefangen. Ja, komm, in der Mitte ist ein Loch, da kannst du rein. Und dann? Dann, ja, hier geht dann das Kabel durch. Und dann landest du hier. Achso, ich habe Endstone gegossen. Man kann Endstone gießen aus Obsidian und Ender. Jetzt vermehren die sich. Und jetzt gibt's Ender-Lilies. Ja. En masse. Jetzt habe ich schon wieder... Ah, nee. Nee, wurde keiner mehr, aber ist geil. So. Die Nelly. Läuft. Wo wir jetzt... Die Nelly. Die Nelly. Was wolltest du fragen? Nix, hab schon wieder gefunden. Nix. Nix, alles ist gut. Lädst du etwa dein Jetlag, wollte ich gerade sagen, Jetpack auf? Ich hab Jetlag, ja. Ich geh mal meinen Jetlag aufladen. Kurzer Trip nach Japan und dann Jetlag aufgeladen. Ich hab mir überlegt, je nachdem wie du reist, ne, wenn du irgendwo hinreist, gewinnst du ja Zeit irgendwie, ne? Ja. Aber nur sobald du zurückreist, dann verlierst du wieder extrem Zeit. Ja. Also wenn du immer irgendwo hinreist, wo die Zeit besser ist, reist du in der Zeit. Also wo die Zeit nach hinten liegt. Hm. Das kannst du nur nicht unendlich lange machen, weil irgendwann bist du, glaube ich, irgendwo angekommen, wo es nicht mehr geht. Du, nee, das kannst du kannst ja nicht. Du kannst ja nur so weit zurück, wie... Aber wenn jetzt nehmen wir mal an, man kann ja jetzt noch nicht so schnell reisen. Hm? Nehmen wir mal an, es gibt irgendwann eine Möglichkeit, dass du so schnell reisen kannst, dass es sich lohnt, von hier aus nach Amerika zu fliegen. Die Amis, die haben jetzt erst morgens. Aber was für einen Vorteil hättest du denn? Machst den Tag nochmal. Ja, aber was... Grunde. Du bleibst dann länger als 24 Stunden in einem Tag drin. Im Grunde. Ja, aber was wäre der Vorteil? Das ist ja die Frage. Aber es ist doch irgendwie ein Mindfuck-Gedanke, oder? Ja, aber ich sehe den Vorteil trotzdem nicht. Also warum soll ich... Vielleicht gibt's doch keinen. Ja, keine Ahnung. Ich finde den Gedanken nur krass. Ja, aber das kannst du ja heute schon machen. Also du kannst ja heute schon... Ja, aber Flieger brauchen ja teilweise zu lange noch. Wie lange fliegst du nach Amerika? 6 Stunden? Bestimmt. Dann hast du die Zeitverschiebung schon fast wieder raus und bist dann ungefähr zur gleichen Uhrzeit da, wie du losgeflogen bist. Was ist denn Diamond Dolly? Damit kannst du die Barrels bewegen. Hast du auch eine? Ja. Damit kannst du auch Spawner bewegen. Cool. Ich hab oben die, guck mal, oben habe ich die Barrels aufgeräumt. Und ein paar mehr hingestellt, weil wir. Oh, hat gerade geleckt, oder? Ein bisschen, ja. Die Daddy? Was hast du? Was hast du denn nicht, ist die Frage. Warum hast du denn jetzt den Nanny? Oh, nur weil du vorhin mal an die Nanny ja, gesagt hast. Ja, keine Ahnung. Hashtag, bei mir läuft. Das ruckelt wirklich gerade ein bisschen. Jetzt geht's gerade bei mir. Jetzt hat's geleckt, aber jetzt geht's wieder. Nee, jetzt warum stellst du den da hin? Warum stellst du Mistcraft-Sachen hier hin? Keine Ahnung, Bock drauf.
Degradierst du Hanifu jetzt zur Sekretärin? Ja, ist hier schreibt. Oh, hätte ich andersrum stellen müssen, warte mal. Ja, so an der Tür. Hallo. Obwohl, ist das eine Degradierung oder eine Beförderung? Das weiß ich nicht. Schon fast, ich hab hier übrigens aufgetragen, Wege zu bauen. Oh, du bist ja. Ja, sie hat gefragt. Echt der Fuchs, ne? Ja, sie hat gefragt. Dann habe ich gesagt, hier. Bau Wege. Wege braucht der Mensch. Stellst du den echt da auf? Ach, schön. Habe ich noch ein Schild? Du hast aber ganz schön den Weg hier. Ja, steht wirklich ziemlich doll im Weg. Ich muss es doch wieder abreißen. Jetzt bin ich enttäuscht. Ätzend. Ätzend. Der Tisch alleine geht ja noch, aber. Der geht aber nicht ohne. Das geht nicht ohne. Warum steht hier ein Schaf? Warum stehen die Schafe? Hä? Okay, Mäh, ihr Schafe. Mäh. Givi von Sofa Gaming kann das auswendig. Okay. Die macht dann irgendwie so, Mäh, ihr Schafe, bla 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 bla. Dann dreht sie richtig durch. Okay. Ja, dachte ich auch. Ich hab's gehört. Da kann man. Mehr Essen und Samen. Mehr Essen. Ja, das hab ich gemacht. Ja, vor allem in Caps und mit Ausrufezeichen. Mehr Essen. Sein. Mehr Essen. Wieso steht hier ein Schaf? Ja, eben, da draußen stehen auf einmal Schafe. Sind die ausgebüxt hier? Kommen die hier irgendwo raus? Keine Ahnung, ich hab's getötet. Das ist wahrscheinlich, weil die zu viele sind. Und dann backen die raus. Ich hab das schon vergrößert. Dann backen die wahrscheinlich raus. Toll, es regnet. Toll. Toll. Aber nicht hier, wo der Muffler ist. Nicht hier, wo der Muffler ist. Also wann haben wir eine Kiste auf den Öfen? Also hier verändert sich alles, wenn ich nicht da bin. Ja, ich war einmal offline, dann habe ich mal was getan. Hier sind Waffen, Rüstung und Schwerter drin. Und Werkzeuge. Habe ich wohl gesehen gerade. Wo haben wir denn Wolle? Da. Bei mir in der Kiste ist es auch noch ein bisschen. Aha. Und geh einfach einmal in das Schafsgehege und share, dann hast du einen Stack. Ah. Gibt's ja nicht den DNA-Kram? Nee, schade. Nee, dann müsste es ja die Morph-Mod geben, oder? Nee. Hängt das nicht miteinander zusammen? Ich glaub nicht. Dann hätte ich die Schafsgene gespritzt und hätte dich dann immer geschert. Witzig. Witzig. Hörst mich lachen, ne? Du bist ganz schön. Aggressiv bin ich. Womit hast du mich gehauen? Hab ich mit der Hand gehauen? Nee. Was dann? Mit meinem Karate-Kick. Haja! Haja! Ja! Oh, aber das Feld hier draußen ist jetzt fertig, oder was? Feld draußen ist fertig? Im Wasser hier, da. Nichts mehr angepflanzt. Ja, brauchen wir ja nicht mehr, oder? Nö, nee, bist doch schön aus. Ja, dann mach's wieder hin. Nee, jetzt hab ich keinen Bock mehr. Was sind die Ende-IO-Kabel günstiger oder die Letstone-Dinger? Ich glaube Letstone. Lass mich Lucky-Lucky machen. Ich weiß gerade gar nicht, was mein nächstes Projekt ist. Ich ahne Böses. Was? ME-System? Ja. Da kann ich dir ja helfen. Ich kann die CPU bauen oder du baust die CPU und einer baut den anderen Kram. Aber haben wir mittlerweile genug? Ja, ne? Wir haben bestimmt genug. Ich glaube, wir haben mehr als genug. Oh, fuck it. Findest du dein Kakteenfeld eigentlich hübsch, so hier, wo es hier so steht? Ja. Okay. Du nicht? Weiß nicht, wollen wir da noch irgendwie was drum bauen? Ja, wir können es auch abreißen.
Ja, oder irgendwo, weiß ich nicht. Ja, woanders. Man kann es auch automatisieren, aber das wäre schon wieder übertrieben. Ja, mit Pistons, ne? Nee, noch nicht mal. Du musst die nur so bauen, dass wenn die wachsen, sich selbst abbauen. Und dann Hopper drunter stellen. Ja, genau. Und einfach immer so einen Block dazwischen setzen und dann bauen die sich von selbst ab, weil die das ja nicht abkönnen. Muss das nicht ein Slab sein? Nee. Eigentlich nicht. So. Oder ich mach das andere. Ach nee, das andere Jetpack ging ja nicht. Das war ja so teuer, ne? Musst du gucken. Ich mach jetzt eine Diamantentreppe. Was? Ja, was? Weißt du, da haben wir fast 2 Stacks Dias und der rastet aus. Man muss auch zeigen, was man hat. Denk dran, wir brauchen, glaube ich, noch ohne Ende Dias fürs ME-System. Power. Ist okay? Oder verreckst du gerade? Ich verreck gerade. 1, 2. Hä? Stück. Geht das nicht? 2. Ganz abgesehen davon, nee, ich weiß ja nicht, was du gerade machst, ne? Die Folge schon wieder beenden. Aber die Folge ist schon zu Ende. Nein. Leute, ich will's ja auch nicht. Was hast du denn jetzt? Ja, ja. Ich möchte es ja auch am liebsten nicht, aber... Die Pest. Ja, ja, die Pest. Leute, vielen Dank fürs Zusehen. Schalte in der nächsten Folge wieder ein bei Nephias. Nur bei mir. Genau. Und bei mir. Danke. Nur bei mir läuft das Projekt Engineers. Seid beim nächsten Mal. Nein, auch beim Google. Alles andere ist Fake auf anderen Kanälen. Okay. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.